So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen im Wald. So, Stefan und ich sind hier qualmt es schon ziemlich stark, weil das Holz super nass ist. Wir haben uns hier schon mal so ein bisschen unsere Campingausrüstung hier zusammengestellt. Das ist mal Feldkochschuhe. Stefan hat uns schon hier ein schönes Gebräu aufgetischt. Dieser Qualm hier. Los wie Morgenurin. Ja, schmeckt aber auch wahrscheinlich so. Ja, schmeckt besser. Ja? Bisschen besser als Morgenurin. So. Ob das im Mittelstrahl mithalten kann, weiß ich auch nicht. Ja. Ha. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon unsere Feuerstelle eingerichtet, so ein bisschen Feuerholz geholt. Und jetzt gleich wird die Pfanne angebraten. Stefan ist ja schon, ich dachte, er wäre schon am Schnibbeln, aber der guckt am Handy. Ja, Moment, ich muss ja Musik dabei haben. Ja, romantische. Perfekte Küche, Junge. Sieht richtig gut aus. Kulinarische Hintergrundmusik, weißt du? Das muss auch ein bisschen stimmig sein, hat der Antwort. Echt, der zufüllt sich jetzt wie ein Zwiebelschneider. Hier sehen wir die Tränen rauskommen. Tränen kommen raus, wenn ich nachher halb nackt durch den Wald tanzen sehe. Wie du schon den ganzen Tag versprochen hast. Können wir uns auch magisch machen? Den ganzen Tag. Das haben wir die dynamische Aufnahme von hinkriegen. Müsst du vielleicht ein paar Effekte über die Zwiebel legen? Das ist der einzige Effekt, der hier irgendwo drüber liegt. Ja, das sag ich hier. Oh, klar. So, die Zwiebeln sind angebraten und die Bohnen kommen jetzt schön hinein. Oh, Leute, das wird so genial. Langsam kommt auch der Kohldampf hervor. So, pass auf, jetzt musst du Dauerwerbesendung auf das Video machen. Ja. Guten Boden. Feuchtigen Sie jetzt im Westen. Alles drin. Was du für eine übel riechende Nacht brauchst. Das wird schmackhaft. Oh, das ist quasi eine Bud Spencer Pfanne. Zeig ich dir. Oh, das sieht auch schon richtig gut aus. Ne? Oh, schön auf dem Feuer gebraten. Ja. So, guck mal, da wurzelt jetzt langsam richtig hin. Das macht auch richtig satt. Ja, das sind Bohnen. Also keine 5 Buchsen reinhauen oder so. Lass dich aber wundern, ey. Das ist richtig sättigend. Guck dir das an. So. Ja, Stefan wird heute Nacht hier im Auto schlafen. Wir schlafen besser getrennt vom Nacht. Ich denke auch. Ja. Und ich versuche hier neben dem Auto quasi eine so eine Bundeswehrzeltbahn aufzubauen und mich dann quasi hier irgendwie hinzulegen. Ja, das werde ich jetzt gleich auch mal vorbereiten, damit das dann schon mal fertig für die Nacht ist. Und dann wird gespeist. So Leute, guckt es euch an. Schöne Bohnen. Das Feuer brennt. So, Lager wird jetzt gleich aufgebaut. Und zwar da vorne am Auto, wenn es klappt. Aber ich denke mal schon. Machen wir schon. Aber jetzt wird erstmal diniert. Guten Hunger, meiner. Wir haben gerade schön gegessen. Das Feuer brennt noch so leicht hier vor sich hin. Und hier vorne habe ich jetzt am Auto quasi so ein bisschen was in die Tür eingeklemmt und Schnüre. Hier unten mit Heringe abgespannt. Hier vorne geht noch eine Schnur rüber zu dem Baum hier, den man nicht sieht, höchstwahrscheinlich auf der Kamera. Und hier unten habe ich mir jetzt quasi mein Nest gebaut. Es besteht hier aus einer etwas wasserabweisenden Isomatte und dann eine Isomatte, die sich selber aufpumpt und den Carinthia Defense 4. Ja, wir haben aktuell, ich denke mal so um die 0 Grad. Wie gesagt, hier liegt halt über noch Schnee, nix taut, friert auch glaube ich langsam wieder. Was haben wir denn jetzt? Jetzt aktuell haben wir halt 0 Grad. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das hier, wie die Nacht wird. Wie gesagt, Stefan schläft ja im Auto. Und ja, ich halt draußen. Aber hier haben wir jetzt schönes Lagerfeuer gemacht. Ein paar schöne dicke Steine drumherum gelegt, die wir hier gefunden haben. Ist hier nicht allzu schwer, weil wir sind im Schiefernsteinbruch. Und ja, jetzt werden wir uns noch eine schöne Tasse. Was ist das?
irgendein Weißwein aromatisiert mit, frag mich nicht. Irgendeinen aromatisierten Weißwein. Und den werden wir uns jetzt erstmal gönnen. Also zum Wohl. So, liebe Leute, Bettchen ist gemacht. Stefan stoppt ja auch noch irgendwo draußen rum, geht jetzt aber auch ins Auto. Feuer brennt noch hinter mir irgendwo. Da sieht man es irgendwo glimmen. Bin aber ein bisschen abgeschirmt davon. So, jetzt liege ich hier im Schnee und ja, werde jetzt versuchen zu schlafen. Ich habe mich hier schon mal so ein bisschen reingemogelt in den Schlafsack. Werde jetzt hier drin meine Klamotten ausziehen. Ja, und falls irgendwas geben sollte in der Nacht, dann sage ich euch Bescheid. Also bis denn. Schlaf gut. Gute Nacht. Ah, guten Morgen. Nicht draußen aus dem Tarp, sondern aus dem Auto. Ah, ich musste mich die Nacht, wenn ich euch das erzähle, ihr lacht euch tot. Die Kälte war tatsächlich nicht das Problem. Wir haben jetzt aktuell 4 Grad. Aber es hat die Nacht geregnet und das größte Problem war, wir haben ja gestern Abend Bohnen gegessen. Und ich war so in meinem Schlafsack eingemummelt und dann ist mir doch ein Darmwind entfahren. Und da wurde mir so schlecht in dem Teil. Dann habe ich den Schlafsack aufgemacht und musste mit dem Oberkörper raus. Und seitdem war kalt. Ich habe dann gemerkt, so es nieselte. Warte, ich mach mal das Fenster auf und zeige euch die Problematik. Es ist nämlich alles sicke nass hier, gerade hier in diesem hinteren Bereich. Vorne geht es vielleicht noch ein bisschen, aber da hinten und auch mein Schlafsack war komplett nass. Oh, jetzt kann meine Karre ein bisschen laufen, ein bisschen warm werden. Stefan ist irgendwo im Wald gegangen, hatte Schippe mitgenommen, Klopapier. Der wird schön da jetzt gerade einen abseilen. Ah, so, jetzt heißt es erstmal wach werden, Kaffee trinken. Ja, und dann geht die Reise weiter. Oh. Boah, ich bin echt bald erstunken. Das glaubt man gar nicht.